steht, sondern weil in knapp 20 Minuten der Stadtrat entscheiden will, ob die Stadionpacht für den FCK drastisch verringert wird. Die Stadionmiete, die liegt aktuell bei mehr als 3 Millionen Euro pro Jahr. Der Verein sagt, das ist für einen Drittligist nicht zu stemmen. Das treibt uns in die Insolvenz. Armin Hering moderiert heute Mittag SWR1 aktuell. Ihr seid an diesem Thema dran und die Chancen sollen ja ganz gut stehen, dass die Stadt Kaiserslautern dem FCK da entgegenkommt. Ne? Ja, wir sprechen auf jeden Fall heute Mittag mit unserer Reporterin in Kaiserslautern, ob schon eine Entscheidung gefallen ist oder ob sich der Stadtrat dem FCK und Oberbürgermeister Klaus Weichel doch noch widersetzt. Für den FCK wäre ein Entgegenkommen der Stadt sicher ein großer Erfolg, wichtiger noch als 3 Punkte heute Nachmittag in Braunschweig. Denn der Verein bemüht sich seit Jahren um eine Verringerung der Miete für das Fritz-Walter-Stadion, bislang allerdings eher vergeblich. Der Stadtrat von Kaiserslautern tagt ab 11. Wie die Debatte verläuft, wie die Entscheidung ausfällt, das hören Sie natürlich.